So, und herzlich willkommen. So, zu einer weiteren Aufnahme von Feed the Beast Ultimate. Diesmal aber halt ganz alleine nicht. Letztes Mal hatten wir ja noch den Peter dabei. Am Anfang war ja nach und Anfang der Aufnahmesession. Ist eigentlich alles aber immer noch dasselbe Tag. Ich meine, an sich, Roland, Vollnetz. Haben jetzt mal ein bisschen das geändert. An sich wurden die Folgen immer in Vierertakt aufgenommen, halt einen kleinen Folgentakt. Also immer in einer Woche wurden halt die vier Folgen aufgenommen. Eigentlich meistens an einem Tag. Aber ich meine halt, auch wenn ich an sich nicht am meisten Projekte laufen habe, habe ich es jetzt sozusagen mal entschieden, dass wir es jetzt ein bisschen jetzt ändern. Dass alle Projekte auch betrifft, dass wir sozusagen jetzt nicht mehr in vier Folgentakt aufnehmen. Sondern, dass wir jetzt in 16 Folgen jetzt gemacht haben. Jetzt machen wir hier, Folge 41 ist noch eine der alten Aufnahmen jetzt. Und alle Folgen danach sind dann jetzt hier sozusagen so aufgenommen worden, dass wir 4 Wochen Zeit haben. Ich meine, trotzdem werden wir sie an einem Tag eigentlich aufnehmen. Aber einfach die Zeit sozusagen, um die anderen Projekte auch noch aufzunehmen. Darum dient es mir eigentlich am meisten. Deswegen haben wir jetzt diesen so gemacht, dass wir jetzt halt an sich, wenn wir in solchen großen Abständen eher sozusagen das machen. Aber okay. Ich meine halt, interessiert vielleicht einen eher nicht so interessieren. Einfach auch wenn ihr mal sozusagen jetzt für eure Kommentare schreiben würdet, wenn mal was kommen würde. Dann nur als Info sozusagen, dass es sozusagen an sich immer jetzt 16er vollen Aufnahmetakt sind. Also, wenn er ja nur was schreiben würde, ey, probier doch mal das mal aus, sozusagen probier mal diese Maschine aus, oder hey, hier, so, da ist das Feed the Beast Hosty Addon für die Beans. Sowas würden ja alles eher nicht drauf reagieren, so schon in der nächsten Folge, weil alles halt eine riesige Aufnahme ist. Und ich meine, ich laber hier irgendwas zusammen teilweise, weil einfach irgendwie an sich sind alle anderen schon im Bett und ich habe aktuell den aktuell blödesten Rhythmus. Ich weiß nicht, wann sozusagen das LP Portal rauskommt, weil Portal wurde ja in ein Studio aufgenommen. Das habe ich eigentlich heute früh aufgenommen erst. Also, ich habe aktuell einen Kackbier und muss ich die Nacht durch und bin erst am sozusagen dann in der Anwesend. Ich schließe mal die Tür. Wir haben ja schon Montag. Oh, ich meine, gestern früh hatte ich das. Jetzt nehme ich dann viele Biest heute früh auf, ey. Fahr damit. Ups, da. Weißt du, wenn man das gehört hat? Ja, hoffentlich nicht. So. Was kommt jetzt? Wo? Keine Schaufel. Erstmal die Erde weg. So. Hallo, dann sieht es jetzt ein bisschen Zeit verstanden. Das sind vielleicht die Innenpouch schon leer gegangen. In der Zwischenzeit. So. Wir schieben jetzt da hinten. Heben jetzt noch ein bisschen weiter aus. Und dann gehen wir, weil wir an sich jetzt auch die alleinigen Folgen hier haben. Gehen auch ein bisschen auf Farming-Tour. Weil jetzt ein bisschen Material auch wieder mal benötigen. Halt von Ressourcen hier, da geht's aktuell noch. Da, dann werde ich sozusagen dafür dann eh die Turtle eher wieder losschicken. Die ich aktuell noch nicht losgeschickt habe, aus einem gewissen Grund. An sich haben wir hier unten, das kommt noch alles weg, das wird nochmal neu gemacht. Also ich habe mir hier die 5er Höhe, ja, die haben wir ja schon. Und hier haben wir aktuell unsere Kisten. Und wie ihr wisst, die Kisten sind ja nicht riesig. Die sind schon größer als die normalen. Ich glaube, hier ist schon so doppeltüstlich oder keine Ahnung. Hier fehlt noch der Marble, aber ich will nicht hören, ja. Man sieht, diese Kisten werden relativ schnell voll liegen, wenn hier auch Erde, Cobblestone und Gravel rein darf. Und auch noch Sand. Und ich
meine, deswegen wird das hier dann ein paar Deep Storages geben, die wir dann für den Anfang sozusagen erstmal da machen. Weil an sich, bevor wir sozusagen an sich mit der Technik überhaupt anfangen können, brauchen wir erstmal Platz. Und deswegen wird es noch ein bisschen manuell gehen, ein bisschen halt mit Lava-Energie erstmal. Vielleicht werden wir uns auch bald machen, dass wir hier Tanks errichten, die das leer da nicht leer pumpen, sondern die Ölquellen leer pumpen. Helmut Solat hat gesagt, der hat viele in der Nähe gefunden. Also, das werden wir uns mal so teilweise ranmachen, sozusagen nach und nach alles zu erschließen hier. Oh. Ja, deswegen. Also, es wird noch sich ein bisschen auf jeden Fall erdauern, das LP. Ich weiß, wir sind natürlich noch nicht technisch so weit, aber es ist halt auch ein LP. Da geht es manchmal teilweise nicht so schnell, weil wir halt 20 Minuten voll pro Tag, da dauert es ein bisschen, bis wir mal relativ weit kommen. Weil irgendwie passiert, gehen die vollen Zeit irgendwie so schnell vorbei. Wenn du hier so laberst du noch da ein bisschen, so machst du das, dann so scheiße, voll schon wieder zu Ende. Ich weiß ja noch nicht genau, was es um sich so. Ich meine, ich habe ja an sich und der Trigger der viele Ideen, aber vom Mitra bis vielleicht soll er mal sozusagen, an sich haben wir jetzt Zeit, kann er sich vielleicht mal ein bisschen was anschauen, was er vielleicht machen könnte. Na mal, das ist jetzt eine Sache sozusagen. Aber was wir auf jeden Fall auch noch mal machen müssen, sind diese ganzen Bäume da hinten abfahren. Ich glaube, bevor ich an sich, wenn ich den das hier jetzt abgebaut habe, werde ich wohl dann nochmal die Bäume da alle fällen. Also sozusagen diese 7 Folgen, die ich jetzt hier alleine wohl aufnehmen würde, vielleicht auch mehr. Ich werde da sehen, wie viel ich mache. Zum Schluss hin. Werden sozusagen komplett eigentlich reine Farming-Folgen neben Hausbau. Ja, an sich ist jetzt so, als würde ich jetzt hier länger machen als normal. Sondern wir behalten sozusagen die 20 Minuten bei. Das ist schon mal so, klar. Hey, da ist was im Bild, ist da dran. Ich such nur. Ich will seine Lied wieder haben. Was ist das? Cool, ja. Was du bist, an sich wird das ja hier auch ein sehr großer Raum an sich. Weil das hier ist ja nur ein Raum. Ich würde mal gucken, was wir an sich hier einrichten. Sozusagen. Mal gucken, wir haben ja ein paar Deko-Elemente, haben wir ja auch. Er ist in dieser Version wohl noch nicht so ausgereift. Das sind diese Sachen. Hier, wir haben ja diese Sachen ja auch hier. Aber ich die hier ja nicht verwenden würde, dann mache ich die ID-Woodcut-Teile. Weil hier, wir haben ja auch diese Desks und sowas. Die Waffenteile und so. Also ich bin vielleicht auch nach der Aufnahme des mal noch was rumprobieren, weil ich die Teile sind jetzt toolos. Ein paar andere Sachen waren verschiedene Versionen von Specs, wo die 12 das Addon für Fidobis Ultimate. Mal aus irgendeinem Stunden teilweise Mutationen vorhanden waren, vielleicht waren sie dann noch nicht vorhanden und sind teilweise eigentlich nicht wirklich hierfür hier. Ich würde vielleicht nochmal durchschauen, ob ich vielleicht für diese Version, vielleicht ja von diesen Teilen, vielleicht auch noch ein Addon finde, was mal gucken kann, ob ich das vielleicht auch irgendwie einfüttere hierzu noch. Eine Zahnspannung nerven anscheinend. Also das interessiert euch nicht so viel, höchstwahrscheinlich. An sich habe ich bei meiner Zahnspannung nur so ein Drahtlocker blöderweise. Ja, das war ein Bug, der nervt. Tut manchmal immer noch weh. Weil ich mich immer anscheinend auch wieder gelöst hat. Das ist jetzt ein bisschen nervig alles. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, aber es muss nicht stehen. Steht alles mit 2%, oder? Ich kann gerade schlecht gucken, der Player ist im Hintergrund. Ah, ne, steht auf 4, aber es muss halt stehen. Ich bin ja im Raum lauter. In einem roten Bereich gerade. Halt von OBS sehe ich, wie laut ich sozusagen bin, der Pegel, Lautstärke. Naja, ich wollte ja. Das mache ich jetzt aber auch so. Und als ich jetzt, weil an sich ist es ja so, dass wir. Ja, hier unsere Treppe hier endet, würden wir dann hier so. Und dann da so die Abbiegung. Also wird es noch ein bisschen tiefer hier gehen. Also wird ein Schlauch. Wo ist wirklich hier?
Vielleicht geht noch ein bisschen weiter hier über dich in die Tiefe. Vielleicht auch weiter unten noch in die Tiefe, weiter hinten hin. Ich würde sehen, ob ich dann sich diesen Bereich angleichen lasse oder es ist sozusagen ja auch egal, ob der weiter der obere weiter unten ist als der andere. Ach, es ist ja dunkel. Okay, die Felder sind minimal sozusagen in der Abwesenheit gewachsen, wie man sieht. Hier ist der einzige, der noch Wasser befüllt wird, okay. Ich wundere es eigentlich, dass das so lange gebraucht hat. Ist die Wiese schon gewachsen da hinten auch? Ja, schon eher. Ist jetzt eher schon Redstone hat. Ja, ob es die Wiese hier dann kann und dann ist so viel Redstone. Ja, Wiese braucht aber nicht sehr lange zu Redstone. Ist das hier ein Schandknotenpunkt? Nein. Ist das nicht. Ist das nicht. So, Laser aus. Auch diese Laser aus. So, ah ne, das ist es schon auf jeden Fall gewachsen. Ich glaube jetzt nicht, dass alles das hier gewachsen ist in der Abwesenheit. Wenn ich ihn gebaut habe. Oh, hier fällt noch was ein. Ich wollte den Kürbis sozusagen. Ich habe den mit einem Kürbis aus der Truhe getan. Ja, die wachsen noch. Ich habe noch keinen Kürbis klauen. Kein Kürbis sind nicht schon wieder. Oh, dann Peter sagt, das war seiner. Aber egal, an sich öffne so, weil ich jetzt keine Ahnung, ob wir eine Kürbis in der Nähe haben. So, der kleine Wald hier. Die Spinne hüpft da. Die hüpfende Spinne. Naja, das wird echt so eigentlich. Ich glaube, es ist eigentlich mal lustig, den Namen von den Vollen dann eigentlich auch zu machen nutzen, weil ich dann sicher alle Vollen über einen Namen verpassen will, als auch einen Namen zu belassen. Das ist halt jetzt beim. Vielleicht aufgefallen ist an sich, gab es jetzt auch neulich im Mount. Ist okay, wenn diese Folge wieder rauskommt, ist schon ein bisschen her, aber für mich ist es noch einigermaßen, glaube ich, neu, muss man lassen. Es lag halt schon noch ein bisschen länger auf Platz, das würde ich eigentlich befugen. An sich habe ich schon gesagt, ich war ja an sich im Urlaub, was ja auch schon ein bisschen her ist. Waren wir ja in Korea an sich ja. Halt sozusagen ja die, wo wir dort waren. Davor habe ich sozusagen das Amount des Sleeps selber aufgenommen. Und jetzt kam jetzt erst sehr lang, an sich schon lange nach dem Urlaub erst raus. Und ich meine, weil an sich hatte ich Namen eingegeben und dann so, fällt mir so auf, da fehlt was. Ich habe eigentlich das Intro, was ich aber in den Folgen noch nicht gemacht hatte. Aber da wollte ich, es noch hochzuladen und dann so einschneiden, da ist den Namen nicht annotiert. Dann hat es wieder gesagt, naja, nee, dann belasse ich das ohne Namen jetzt. Die vollen Thumbnails sind immer noch da, weil ich vollen Thumbnails ja als Datei noch zahlt habe. Das ist aber was anderes. Und deswegen ist es sozusagen, dass diese dann halt nicht da werden. Das darf schon ziemlich lang, das sah eigentlich fein aus, so fast aus. Ich mache hier mal ein Bild. Ich stehe nach dem Ende der. Ich glaube, am Ende der Aufnahmezeit durch das mir mal. Jetzt hat der Schändler nichts zu tun. Was hat denn der. Nein, ist nicht. Das ist das richtige Tab. Ich würde halt trotzdem mal die CPU auslassen an. Die war eigentlich auch, wo ich nicht an war. Drauf war. 3.18 Uhr bin ich drauf. Die Aufnahme läuft schon. Wie lange? 14 Minuten. Ich tue trotzdem was nach. Ja, so. Cool. Ah, ich sehe dann eine Datei, wenn sie erstellt wurde. Der Typ guckt jetzt vielleicht bei euch. Weiß noch nicht. Guckt der jetzt eigentlich? Nein, der tut nicht. Er tut ja nach oben. Um 3.04 Uhr. Ja, da hatte der Server eigentlich auch schon davor einen höheren Ausschlag, okay. Er hat auf jeden Fall den Bereich hier wohl höchstwahrscheinlich geladen.
Hat anscheinend auch einen minimalen Ausschlag mehr. Ich glaube, weil Attila Toledo. Die Spinne. Weil was da ist, an sich schon mal. Weil an was außer dann sich der Grundanalyse hat, Till, dass keine weiteren Let's Show-Folgen kommen. War auch wo eigentlich auch nur eine einzigste kam bisher. Weil ich einfach so arge Probleme mit meinem Keller habe. Ich muss echt mal. Der Toledo hat an sich gemeint, er hat an sich hat er in seiner. Hat an sich in Atlantis gebaut. Halt Minecraft Stargate Atlantis Map nachgebaut. Wurde halt, er hat ein paar Leute nachgebaut, hat er nicht selber jetzt gemacht. Kann man ja mal so an. Ich auch nicht auch sagen, einfach. Und ich meine, die hatte er sozusagen. Da hat er an sich eigentlich nicht so wirklich arge Let's, aber ich habe meinen Keller brutale Let's. Im Hauptabteil wie ein Wild. Weil die Vermutung ist sozusagen, weil alles so eng aufeinander ist, dass es da liegt. Weil ich weiß auch nicht, an sich muss ich vielleicht mal mit den Leuten mich von Talbun nochmal zusammensetzen. An sich hatten die einen Server, hatten da auch einen Grund für die Regel. An sich hatten sie auf dem Talbun-Server nämlich eine Regel für ein ME darf maximal 5 Chance wohl groß sein, war das wohl. Und ich meine, aber der Fall ist in Atlantis. Wer die Star Trek-Serie kennt, weiß, Atlantis ist eine sehr kleine Stadt. Er hat nur, mein Toledo hat selber durch die Haupträder einfach ewig lange Kabel. Seinem Ehe frisst irgendwas mit 2000, was weiß ich was, Units. Hottech. Also daran kann es endlich nicht liegen. Und eigentlich hat man bei ihnen höchstens ein Leck, wenn man reinkommt. Und dann läuft's aber. Bei mir ist es eigentlich fast so, als würde es wirklich ein Dauerleck. Vielleicht muss ich den Keller einfach doch größer machen. Wieder. Vielleicht mache ich ihn noch so groß, wie ich an sich da über den Berg habe. Ich muss halt gucken. Wenn es sozusagen hilft. Hm. Ach, einer der. Ja, so bla. Ich hatte das am. Ist ja egal. Einer der Wappertiers ist endlich mal gewachsen. Okay. Einer von denen. Okay, ich meine, weil an sich. Würde ich vielleicht mal testen, sozusagen mal meine Haupttechnik. Ich meine, an sich hat er Atlantis, aber ich meine, Atlantis ist teilweise noch nicht so weit von Autoproduktionssache halt her, sozusagen, wie bei mir halt, sozusagen. Es ist halt gerade so einfach. Deswegen vermuten wir sozusagen, der Haupt, ich meine, an sich im Hauptteil liegt es am meisten. Weil wenn man schaut hat, an sich habe ich ja dieses Gebäude da im Keller unterirdisch sozusagen, ja. Wo halt auch an sich die ganzen Tech, die ganzen Maschinen alles stehen und sowas. Vielleicht machen wir an sich, dass wir hier mit Let's Play sozusagen größere Abstände machen oder sowas. Und dass ich sowas vielleicht bei mir von meinem Keller sozusagen mal austeste, mal alle Maschinen davon abbaue. Vielleicht läuft es ja dann besser sozusagen. Muss mal gucken sozusagen. Was es daran liegt, sozusagen. Weil an sich sind es, glaube ich, aber auch Adverted Lems machen wir nicht so viel aus, muss man lassen. Er hat jetzt eigentlich auch an sich viele Adverted Lems bei sich. Ja, daran liegt das ja eigentlich auch nicht, sozusagen. Ich habe sie bei mir in mein Keller, habe ich jetzt sozusagen keine Adverted Lems, weil ich da jetzt keinen mehr haben wollte. Habe ich der jetzt weggelassen. Also sonst woanders, da hinten zum Beispiel sind ja auch Adverted Lems dran, halt diese flachen Adverted Lems. An sich, was aber ist der Server, den wir hier haben, wo sozusagen beide Gebiete aktiv sind, seine Stadt und das Atlantis. Wir haben jetzt eigentlich rumprobiert, irgendwie eigentlich sozusagen Atlantis hier rüber zu kriegen in der Overworld. Das ist hier die Overworld. Er hat dann eine Dimension, Mistcraft. Da haben wir die Map sozusagen eingefügt gehabt. Weil es sozusagen, die Map ist eigentlich belastet von Blitzen und sowas, eine Dächer brennwett, weil die Dächer aus Wolle sind. Und da hatten wir halt jedes, hatten wir ja Probleme sozusagen, jetzt hat der halt was Neues jetzt sozusagen, was wir jetzt auch sozusagen hier auf diese Map bekommen haben, was auch als Mistcraft Age eingefügt wurde, was wir hier auf die Overworld kopieren konnten, weil Atlantis ist nicht möglich zu kopieren, weil wir erstens World Edit kopiert keine Mod-Items. Keine Mod-Blöcke werden rüberkopiert, nur Redwatch oder ein paar andere Sachen vielleicht auch. Aber das wurde nicht, wird sonst fast wird nichts drüber kopiert. Das ist ja da noch nicht das Problem. Wir müssen die ganze Stadt leer räumen und dann alles wieder neu aufbauen. Das wäre zu viel. Das war sozusagen, wäre dir die Arbeit nicht wert.
gewesen. Deswegen hat er an sich, hat er jetzt sozusagen von so Link an sich aus sozusagen von, wir sind da so, wir kennen sich beide sozusagen ja die Stargate-Serien und jetzt hat er mal sozusagen jetzt mal mit einer anderen Stargate-Serie, mit Stargate Universe, was leider ja auch, Gott, ich wollte das gar nicht, nein. Ich tut halt normal was wie in dieser Stelle hier. Natürlich ist Straße ja weiter jetzt. Ja, ich meine, weil an sich fahren wir jetzt von Stargate Universe die Destiny. Das davon gab es auch einen Minecraft-Nachbau, der halt einfach nicht weitergeführt wurde, selber auch. Und an sich haben wir jetzt sozusagen die Destiny hier rüber geholt in diese Map. Mit der hat sozusagen geklappt, weil die halt kleiner ist als Atlantis. Atlantis ist ja eine Riesenstadt, Destiny ist ja nur ein einzelnes Schiff. Vielleicht auch ein groß, ist es auch eine große Sache. Aber an sich ist die Destiny schon ziemlich größer. Entweder Minecraft rast jetzt einfach mega langsam oder hier stimmt etwas nicht. Das ist schon ziemlich seltsam. Haben wir was Neues? Nein. Ja, mein Teller sind es ja auch, das Straßenrotzen und so. Aber hier tut es mir fast so vor. Hey. Ich zeige euch trotzdem was zum Schluss. Das hier ist jetzt was außer von Let's Play-mäßig. Weil, hallo, in dem Hotel Keller 2000. Oh ne, jetzt hat sich das angefangen. Weil hier hinten. Hier überall ist auch kein Gras. Und da ist Sarah läuft schon eine Zeit lang und hier ist ein Chunkloader. Meine positioniert oder ich nicht gemacht. Keine Ahnung, ich kann gerade schlecht nachgucken. Ich glaube, der ist irgendwo im Keller. Ne, der ist dort. Na, trotzdem, wo er lief. Da ist überall eigentlich auch sowas, wie wir es auf dem Minimap ja sehen. Da hinten alles nicht anwesend. Wir haben irgendwas gefühlt problematisch hier. Die zieht hier den ganzen Teller rüber. Da haben wir ein Schaf. Wir haben ein einzelnes Schaf hier hinten. Könnte es sein, dass das Schaf trotzdem noch in die Villa wird? Nein, die Weltstand steht doch still. Aber so. Later im Text, die steht zum Spawn. Ich habe auch Standbild oder so. Oh. Ah ja, ich habe meinen Vapeport hier oben hin platziert. Aber so, wie es weitergeht nach der kleinen Expertise mal kurz zum Let's Show Abteil da hinten. Was ja auch alles in der gleichen Welt ist und der Trailer hat sich jetzt irgendwo da hinten platziert. Ich werde es natürlich auch mal angucken, was er da schon alles so jetzt geleistet hat. Aber wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Aber dann, tschüssi, bis zum nächsten Mal.